Ja, richtig, für euch schon. Gut, adios. Naja, bitte. Eine Frage an dich, Mahon. Das war Jamal, Sir. Wann habe ich einmal in meinem Leben Alkohol hier gehabt? Nein, 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 nein. Also Lokotoni war das, der das hier reingebracht hat einmal. Komm hierher. Klatsch dir selber in die Fresse. Du sollst dir selber in die Fresse klatschen, wenn ich zum Saiyajin werden, Alter. Also. Da ist einfach zum Goku geworden. Und was macht jetzt Mahon? Was ist sein Sub hier? Bitcoin? Mahon ist mein Sohn. Was? Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er ist auch. Sohn, er hat dieselbe Mutter wie Lokotoni. Ja, er ist mein jüngerer Bruder. Mahon, halt deine Fresse, Mirda. Jawohl, Sir. Naja, was soll ich sagen? Mahon kommt nach seiner Mutter. Ich weiß aber, den Körperbau hat er von mir. War seine Mutter eine Chucha? Ja, sie war eine extreme Horde. Wie viele Kinder gibt es noch, die sie nicht kennen, Bitcoin? Ich kenne alle meine Kinder, sie wissen aber nicht, dass ich ihr Vater bin, viele davon. Okay. Ich habe 56 Söhne, das hatte ich schon bereits gesagt. Ich hatte jedes Mal vier Frauen und immer und immer und immer wieder. Und ich war verheiratet, ich habe keine Bastarde gezeugt. Auch wenn man das von einem Mahon vielleicht erwartet. Ja. Vier Frauen? Ja, richtig. Im Wechsel. Cam, was ist denn mit der Cam? Dass sie manchmal unscharf wird, oder was? Und, was soll ich sagen? Ich weiß nicht wieso, ich habe nie eine Tochter bekommen. Vermutlich war ich zu sauer. Richtig. Ich hatte einmal eine, die wollte adoptiert werden von mir. Sie ist das Tani. Sie ist sogar immer noch hier. Dann hatte ich sie erwischt, wie sie mit 8 Männern an der Stange tanzt. Und dann hatte ich sofort gesagt, du bist ab sofort nicht mehr. Richtig. Ich bin so... Was eine Rode. Natürlich nicht bist du das nicht. Natürlich nicht. Ich bitte dich. Was ist das eigentlich? Ich will mal dein Anwesen sehen. Zeig mir mal dein Anwesen, bitte. Du warst noch nie hier? Nein, sieht relativ fresh aus. Okay, ich habe eine Idee. Mann, ey! Entfesse mich mal. Was soll das, Mann? Wer hat mich gefesselt? Wieso bin ich gefesselt? Hä? Sosa. Hä? Yeah. Geh mal und drück mal auf dieses Bild da. Wie drücken wir auf das Bild? Nein, drück mit dem Finger oben dran. Geht nicht. Einfach deine Hand heben und das Bild anfassen. Ah, jetzt dreh dich mal um. Dreh dich mal zu uns. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh shit. Das ist nicht witzig, du Kerl. Mit einem Bildo einfach. Zieh doch, der brennt noch, Mann, lass ihn los. Ich kann ihn helfen, kommt her. Ich habe die Reanimation gelernt. Wie? Oh mein Gott. Stabilisieren. Ganz so sein Kopf, Alter. Voller Blut. Ich hab ihn heute das Bild von Mafia gezeigt. Du machst kein Bild, sag mal. Komm schon. Ich wollte ein Selfie machen. Nein. Ah. Nicht von deinem Ozi. Oh, ich kann deiner Stirn, Alter. Wir haben ein Selfie gemacht. Wer war schon wieder in meiner Schublade? Scheiße! Das war vom Bild. Warum? Den gleichen. Also ist es so, wenn man einmal im Kali-Haus ist, dass man Dildo im Gesicht hat? Nein, du hast diesen Button betätigt. Button ist Englisch und heißt Druckteil, achso. Druck, genau. Ich habe noch andere Sachen. Was denn? Sie noch? Ja, komm mit, ich gebe euch eine Rundführung. Mahon! Jawohl, Sir. Das Tor ist gesprüht mit einem Reckless. Einmal hier durch, die Herren. Und die Damen. Ein Küsschen. Ja, aber egal. Aber so ein schickes Anwesen, Mann. Komm mit raus, du warst wirklich noch nicht an meinem Anwesen. Was gibt's noch für Knöpfe hier, Bitcoin? Ich sah gerade aus wie Särgen mit dem Horn, Alter, vorne. Ja, richtig, genau. Wow. Wow, schaut mal. Wie findest du meine Sicht vom Aus? Was? Boah, was? Ich hatte auch mal so eine Sicht. Guck mal, hier, Bitcoin. Genau hier häng ich. Hut. Hab über die Stadt geguckt und hab einen Joint geraucht. Ich bin nicht am Kann man da runter springen? Gleiche nur. No, kannst du nicht. Was?
Also ich würde an ihrer Stelle lieber aufpassen, Mahon. Marshall! Nein, nein, das ist kein Fronten. Dieses Anwesen ist wirklich mehr Hektar als eure Hut. Stimmt nicht. Du hast es aber nicht als Hut betitelt gerade, Mahon. Das war respektlos. Was würde ich dir sagen, wenn ich... wenn ich diese ganze Stadt hier besitze? Digga, ich hab einfach zweimal Ente bekommen. Komm mit, Sosa. Kommt mit. Hier zeige ich euch jetzt meinen Glasboden. Der ist aus Glas. Ein Glasboden aus Glas. Schick das rum. Boah, das. Ich hab zweimal Ente bekommen. Fuck, Digga. Bitte vorsichtig. Entsprechendes Gewicht braucht man auch dafür. Oh. Sieht richtig schön aus. Hier ist auch eine Falltür, das ist das Problem. Was? Oh. Digga, was ist denn das für eine Süß-Sauersoße? Naja, also, irgendwo hier ist eine zufällige Falltür verbaut. Wenn man drauf geht, dann fällt man runter. Hä? Das heißt, jeder Schritt, den ihr jetzt macht, müsst ihr euch gut überlegen. Okay, ich bleib stehen. Okay. Aber mich zu schieben! Warum habe ich jetzt noch Reis? Ihr verliert, und noch eine Sache ist, ihr fällt zwar runter, aber ihr verliert alle eure Sachen, euch kann niemand mehr helfen. Oh, okay. Ihr fällt dann so gesagt ins Nichts, das ist eingebaut. Ich spiele einfach Switch. Casino Cash Derby. Fördere. Ich glaube schon. Na, 1000. Boah, schöne Aussicht, Alter. Ui? Was soll die Scheiße? Was denn? Warum machen wir einen Derby einfach? Weißt du gar nicht, dass er sowas kennt? Aber der Mist doch voll von 2016! Das ist, glaube ich, das ist so... Was soll die Scheiße? Hat ihn das Sosa damals beigebracht? Nee, Oh mein Gott. Vater und Sohn einfach cool. Ihr habt irgendwie eine Bindung zueinander. Also Bitcoin. Ja. Stabiles Anwesen hätte. Wir waren dein Bauarbeiter. Oh mein Gott. Oh shit. Du dummer Vollidiot. Nein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, man kann ja auch nicht rüber, oder? Was hat der gemacht? Lass uns die Waffenroute holen! Sangre por sangre! Was hat der gemacht? Guckt euch ihn an! Was versucht er jetzt? Der liegt gleich. Und sagt er ihm Bescheid? Er bringt sich selber um! Jungs! Jungs, holt Bitcoin, der hat eine AK, Alter. Ja, schon. Ihr verarscht da unten. Bitcoin ist wieder da. Wir müssen ihn nicht retten. Da ist eine Hilfsbock, Hermanos, man fällt ganz weich. Ihr Sohn ist gerade von der Klippe gestürzt und. Was? Der wollte sie retten, aber das war. Ja, er kann nicht. Nee, ich glaube, er wollte ihn hinterher. Wo ist der? Im Schnee runter. Hier. Ich hab einmal Bitcoin an OnePunch gegeben. Hat vergessen, wie er heißt. Da unten liegt der. Hä? Naja, was war das jetzt? Krass, Alter. Das war nicht die Falltür. Bitcoin ist nicht die Falltür, das... Ja. Oh shit, mein Stör. Naja. Sosa. Ach, er rennt wieder. Ja, gehen wir kurz weg, Sosa. Ich wünsche euch viel Spaß. Adios. Wow. Okay. Adios. Mach's gut, Bitcoin! Hau rein. So, Bitcoin. Hau rein, Bro. Jamal! Ich glaube, der ist abgefuckt. Aber war cool, wie ich ihn runtergeschlagen habe, sei ehrlich. Sosa. Wenn wir gleich liegen, es liebt deine Mutter, ja? Was? Wenn wir gleich liegen, es liebt deine Mutter. Ich liebe deinen Vater. Ich weiß.
Also du musst eigentlich mal zum Dings, zum Teufel schicken. Sex? Hä? Wir brauchen mehr Autos. Ey, wo sind die ganzen Autos hin? Einen. Hallo, lass mich Kofferraum oder so. Ich hoffe, da gibt's ja, jetzt richtig Stress. Mal, lass mich in den Kofferraum, Mann. Trag den mal, Kato, trag den mal. Kato! Ey, trag den mal, jemand. Trag dir mal, jemand. Ist ein Auto noch Platz? Digga, was ist das für eine riesige... Ist noch Platz? Ah, hinten, ganz hinten. So, ihr verlässt uns schon wieder? Ja, ja. Ist Mr. Bitcoin drinne? Ey, Mann. Ja, alles klar. Ja, ich wünsche euch was so und schönen Abend noch. Hau rein, Robby. Wo ist Mr. Bitcoin drinne? Drinne. Ja, seine Eier sind drin. Ey, warte. Hier hat er irgendwo gesprüht. Da, ja. Jano Reckless. Da, Kater, dann sehen wir direkt. Ey, das war so lustig mit diesem Klatschen, Digga. Ey, wohin fahren wir, Jungs? Wohin fahren wir? Was war das? Ja, okay. Oh, mein Rücken. Ich frag mich, wann fährt der denn? Die Hut, Alter. Boah, wer fährt da vorne? Wohin fährt ihr? Wer fährt da vorne, Digga? Wieso fährst du voll hier hinterher, Alter? Ja, keine Ahnung, ich dachte auf Kolonnenbasis. Funk mal! Ah, Jungs, wir müssen in die Hut, ja? Wollen wir jetzt alle in die Hut drehen? Das wieder Auto, Junge. Vorderes Auto umdrehen. Wir drehen um. Hä? Ja, nochmal. Okay. Kevin, willst du nicht mit Rough Riders reden oder sollen die zu uns kommen? Ich hole die zu uns. Ah, okay. Hier zu denen ist besser, bin ich ehrlich. Warum? Mehr Macht. Das drückt mehr Macht aus. Boah, auf denen so meine Eier sagen mir, ich gehe da. Hey, Zico, wir kommen vorbei, Homie, ja? Werde rennen? Wie fährt er in Casino, meinst du? Ah, okay. Ja, wir kommen. Bis gleich. Soll ich durchfunken? Hey, Sosa. Ente ist so krass, Chat. Yeah. Casino hat auf. Was für ein Casino? Casino hier links. Hey. Oh, wartet mal. Wie geht's zum Casino? Oh mein Gott, da war eine schöne Frau. Lass mich ausdenken. Mach deine Haare frisch, Junge. So. Oh fuck, homie. Oh mein Gott. Kevin, hast du die 5 Millionen dabei? Ja, Ferrari ist aufgepackt. Hallo? Hallo? Alles klar? Ja, danke. Ey, Mobi. Ja. Was geht ab, Mobi? Kann man bei euch Dings Link offen? Link, natürlich, Mobi. Muss ja, grad gucken, so. Ob jemand da ist. Ist deine Freundin? Nein, Mann. Ist meine Schwester. Deine Schwester? Genau. Mhm. Ah, komm mal mit deinem G13. Ich hab was wie ein Camper. Yo, Mann. Hm? Ja, aber ein Casino. Ja. Ich hätte 94 Schütze. Kannst du das eben einlösen? Ich habe jetzt aber 200 Dollar zahlen, damit ich sie hochlassen kann. Kannst du dann 20 Chips geben? Nee, ich bin gerade beschäftigt. Wo kann ich sie sehen? Ja, ich habe auch eine Frage. Ja. Kannst du deine Nummer haben? Nein, um Gottes Willen. Wieso? Bitte komm mal her, Tito. Deswegen? Der Camper, komm, der Camper. Du bist schön und ich würde mich gerne mit dir unterhalten, weißt du, so ein bisschen. Hey, Chifu, komm mit. Geht um 2-3 Millionen. Das geht jetzt leider nicht. Ja, aber ey, Nummer kannst du trotzdem geben. Hat jemand 1000? Wie heißt du? 300, wie? 700 Dollar? Hey, wie heißt du? Bonnie? Ey, kannst du dich benehmen, Bonnie? Oder was ist los hier? Ist das Single? Du willst erst dein Kleid. Ja. Okay, Blanco, die sagen, die scheißen auf uns, sie müssen sich hier nicht benehmen. Ah, Junge.
Jungs, Jungs. Der gehört nicht zu uns, Mann. Der gehört nicht zu uns. Hä, wer ist das? Wer macht das? Hallo. Hey, Jungs. Waller, die haben gerade gesagt, die sind Mob, die müssen sich hier nicht benehmen. Jetzt schießen die hier rum. Mann, Alter, das ist irgendein Typ, der sich so angezogen hat, Mann. Der war nicht von, der gehört nicht. Übertreibt der? Ich ganz MOB. Ey, Jamal, ich muss jetzt los, ja? Ja, easy, auch rein, Bro. Ey, wer hat MOB, hier MOB. Mann, Alter! Das war irgendein Random, der sich gekleidet hat wie wir, Bro. Der ist schon weg, der ist schon weg. Wo ist denn der? Der ist gerade durchgezogen mit dem Auto, der ist in Richtung Autobahn gefahren. Ey, Jungs, seid doch mal kurz ruhig, ja? Wallah, seid mal kurz ruhig, seid mal kurz ruhig. Hallo, ich bin da. Du hier. Hallo. Genau, Bros. Ja? So, wird rumgeschossen. Lass mal kurz drüben, komm her. Homie, der ist weg, der gehört nicht zu uns. Der gehört nicht zu euch, sieht aber so aus wie ihr. So, ey, ist ein Leader von euch da? Ich bin der OG. Okay, warte ich kurz. Ey, Ferdi, kannst du kurz mit deinem OG reden? Wir müssen uns jeden Tag drin kümmern, Homie, Alter. Wir wollten gerade nur ein bisschen zocken und der war hier. Ja, hier, Ferdi. Was soll ich dir sagen? Ferdi. Ey, wir haben da hinten gerade ein Event am Laufen und hier sind hinter dir, Ferdi, die so aussehen wie ihr und schießen hier rum. Was denn das? Sag ich, dass ihr das mit Absicht macht? Hä? Ey, Frero. Frero. Ey, Jungs. Ey. Habt ihr keine OG oder was? Gib mal zur Seite, Rough Riders. Das ist irgendein Typ gewesen, der sich so eingezogen hat wie wir, Mann. Und dann Stress gemacht hat, Alter. Und der eine funkt durch, dass wir alle Stress gemacht haben. Keiner von uns hat irgendwas gesagt, außer dieser eine Typ. Okay, also das heißt, ihr benehmt euch jetzt hier oder was? Natürlich, Sonne. Ja, genau. Weil wir haben jetzt hier einen Event am Laufen, wir haben keinen Bock auf irgendwelche Patrick-Scheiße. Ja, Bro, der gehört ja nicht zu uns. Homie, wir sind die Letzten, die Stress machen, Homie. Wir wollen uns ein bisschen Geld verzocken. Ja, wir haben aber das Casino nicht offen, wir haben ein Event am Laufen. Ah, ja, wir sind dabei beim Event. Ja, dann begibt euch zur Pferderennbahn und benehmt euch. Du hast alle 2K auf Tasche, wer mitmachen will. Ah, gibt's hier einen Automaten? Ja, hier. Wie kommt man da hin? Kein Stress da. Zu Fuß. Patrick, zu Fuß. Danke. Oh, Digga. Und Patrick ist wirklich ein King. Können wir uns einfach auf die Autos draufstellen, das war's? Weil ich erst startet jetzt. Autos drauf, dass ich weiß, wie viel das wir brauchen und dann... Warte mal, sind die das schon im Bisau eingetragen? Wir wollen mitmachen. Warte mal, habt ihr alle bezahlt? Ich würde jetzt bezahlen. Klar, ja, habt ihr alle noch nicht bezahlt? Davor, nee, ich bezahle jetzt noch, trägst du mit ein. Kennst du das gut? Was war das für eine SMS? Ja. Und was ging's denn? Ja, er weiß, was gesagt war. Digga, was hab ich denn getan? Er hat einfach Monster. Digga, wie? Rosa? Ja. Ich hab auch Monster, aber irgendwie sind meine Augen sehr schlecht. Hast du bezahlt? Hast du bezahlt? Nee, hab ich nicht. 2000 hat's gekostet. Hast du bezahlt, Susa? Also hier Jürgen hat gesagt, nicht. Susa, ja, Susa. Nein, ich glaub nicht. Ja, dann nach aber vorne bezahlen. Ja. Ich hab kein Bargeld. Riecht nicht komisch. Das ist dann jetzt die letzten. Ah, nein, das kann. Das ist die letzten. Das vorne ein Automat, Blanco. Komm her, ich hab Geld. Kann ich meine Hand reinpacken? Was ist das für ein Monster? Sag mal. Ey, Jungs, einer soll mir mal Dings 1200 geben. Was, mein Perso? Nee, ich hab ihn tatsächlich nicht, aber sie schreibt es. Gib mal an Seite. Ey, hat einer 1200 für mich? Dann einmal bitte hinter zu den Autos. Ich bin jetzt gar nicht dabei. Okay. So, der nächste bitte. Da war wohl das, ne? Mhm. Warte, ich frag im Funk. Auf den Ausweichsrechner, ne? Ja.
Ey, hat einer 1300 für mich bar dabei? Ja, ich hab 1100, komm. Ey, Jungs, zu den Autos, ich hab 5. Wir haben grad, seid mal kurz ruhig, wir haben grad spontan einen Raub gemacht und hier sind nur 6 so. Zivile. Waren die 37? Genau. Auf jeden Fall. Du musst auch noch eintragen werden, ne? Mhm. Weil ich glaube, die wollen uns okay, dankeschön, dann kannst du einmal bitte die 2097. Ja, ey Jungs, einer soll mal vorbeikommen, mir 1300 geben. Ich habe nur 700 Bar dabei. Ja, easy, ich komm. Das ist, da kommt schon jemand. Kiss, ey, ja, wir machen es alleine, Junge, wir machen es alleine, komm mal, Schiss. Was ist deine Zahl, was ist deine Zahl, Soße? 477. Und was ist deine Zahl? 97. 97, okay, warte. Die wollen, 97, sagen, wir Big sollen Sosa in unser Auto stecken und wir kriegen keinen Abzug. Okay, schreibe ich's auf. Ja, hä, Bruder, hä? Hä, natürlich die Geisel. Also, wir kriegen keinen Abzug, aber wir dürfen nicht in das Auto nehmen von denen. Junge, geht man einen anderen Punkt. Dann kommst du auf einmal zu den Rest noch hinten. Was soll zu dir? Ja, ja, in der Innenmann. Disco, nimm die, die kostet 20.000 mittlerweile. Nee, James. Ja, ja, die kostet mittlerweile 20.000. Okay. Ey, Traube, du fährst, du bist Kampfisch. Bitte, halt doch die Fresse im Funk. Halt doch dein Maul kurz. Haltet ihr euer Maul, geht in einen anderen Funk, ihr Idioten, Mann. Ist hier im Funk? Kommt, ey, warte mal, Steinke? Ja, Sosa. Ich brauche ein Auto. Kommt, Funk, dreimal die 9 oder so. Also definitiv keine Leute jetzt mehr durchlassen, es reicht. James ist fahren. Hab ich nicht voll einen Nachteil? Nee, du hast eigentlich den Vorteil, weil du bist der Letzte. Die ersten rammen sie als Erster. Das letzte Fahrzeug, was fährt. Beziehungsweise die letzten drei Fahrzeuge. Ach. Was musst du denn machen, Chat? Steinke, was muss man denn machen? Steinke! Jo. Was muss man machen? Die Ladung hoch, doch! Stockcar-Rennen. Die letzten drei Fahrzeuge, die noch fahren, gewinnen. Also der Sieger gewinnt 50.000, der zweite gewinnt 30, der dritte 20 und dann die Glückstickets dazu. Ja, aber Runden fahren, gegenseitig pitten, die was aus dem Ring fahren, sind raus und die was am Ende noch fahren, gewinnen. Eigentlich Idioten einfach. Ja. Die Lara. Darf man Team? Die Lara. Die Lara. Eine Frage, Chef. Wann geht's los? Eine Frage. Okay. Homies, hey, ja, Zeit. Wir müssen uns alle, ne, gegeneinander schützen. Einer von uns muss gewinnen. Bist du von den MOBs? Ja. Wie ist dein Name? Erstmal Donovan. Okay. Jürgen! Ey! Wir hätten uns nicht gegenseitig. Mich nicht hätten, Mann! Mich nicht hätten! Ja, nein, ich lass dich in Frieden, fahr! Ja, das ist ein Clown. Das ist ein Clown. Das ist ein Clown, Bruder. Ey, Leute, die mitfahren, versucht einfach auszuweichen.
Ja, ich bin noch gut dabei. Seid ihr alle noch drin? Ja, 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 ja. Sehr gut, es sind sehr viele raus. Okay. Ich wurde nicht einmal markiert, Chat. Ich habe aber gleich keinen Tank mehr. Patrick, kann irgendwie gesagt, gewinnen? Muss man nach wenn vorne? Ihr gewinnt, tanzt er und singt er später bei uns. Ja, yeah. Habibi, wie kann man so übertreiben, Alter? seid ihr noch drin, alle? Also ich bin auch noch links auf Rennbahn, aber ich könnte gewinnen, so. Ich bin auch noch drin. Ich bin noch drin. Auf der Rennbahn! Ich kann gewinnen, wenn ich hier bleibe. Guck, ich hänge hier so komisch über der Bande. Ey, passt doch mal euren Tank auf. Stimmt, man hat keinen Tank, Digga. Achtet auf euer Tank. Einer macht Geisterfahrer, Digga. Boah, ich bin gut dabei, Chat. Kann man sich so in den Rillen verstecken? Ihr müsst bei der Kurve euch eigentlich auf diese Gitter verstecken. Und da wird euch niemand bitten. Ich hab übelst krassen Versteckplatz, ja? Zwischen den Ringen so. Ist ja klar, dass sie versuchen zu cheaten. Mann, du Hurensohn, Digga. Aber kann ich nicht irgendwie wieder reinfahren? Ah, fuck. Geht nicht. Ich bin einfach in der mittleren Bahn. Niemand kann mich bitten. Ja, du bist raus, du Vollidiot. Nein, Junge, tu nur so. Doch. Wie komme ich da wieder rauf? Und da bin ich wieder, Chat. Ey, pass auf, wenn ihr außerhalb der Bahn seid, seid ihr raus. Was heißt denn außerhalb der Bahn? Ja, wenn ihr nicht mehr auf der Bahn seid. Auch in dem Ring, weißt du was? Ey, ich hab auf Low-Key gemacht, Alter. Ich bin rausgeflogen, bin wieder reingesprungen. Darf man in den Ring rein? Nein, du musst auf der Bahn bleiben. Ja, okay. Geh einfach rein. Oh mein Gott! Wir sind immer noch drin, Chat! Tankanzeige auf, Alter, das hat nicht mehr so viel. Hau rein! Ist aber lebensmüde, Alter, ehrlich. Ja, mach doch, ich tanke noch einfach. Mann, Digga, ich schwöre! Alter, Chat, wieder schummeln. Da bin ich wieder, Chat.
Seid ihr noch drin? Nein, ich und die Lara sind raus. Ich bin drin noch. Ich hoffe, ich bin, also ich bin 30 Mal auf jeden Fall rausgeflogen, aber ich bin gerade noch drin. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch drin. Ja, okay, du auch. Okay, du bist auch noch drin. Komm, mach die weg. Pitte die weg einfach. Einmal müsst ihr einmal weg. Du Hurensohn! Ich das Chat. Ich fahr meine eigenen Runden Chat. Komm ich hier noch raus? Hey, aufpassen! Bin wieder da Chat? Ah, du Loser! Du wolltest mich rammen, ne? Ach so, das bist du! Du Scheiße! Idiot. Ich bin Kratzer, Baby! Gleich kein Tank mehr, Digga. Ist noch jemand von euch dran? Ey, oh, oh nein, nein! Bist du auch noch drin, Ralph? Ich bin drin. Oh mein Gott, ich bin aus Versehen ausgestiegen. Nein! Fuck! Digga. Oh Scheiße, Digga. Müssten alle gleich viel gehabt haben, weil sie alle gespawnt haben. Normalerweise kommen alle gleich.
Fuck! Ich war gut dabei, Chat. Fuck, man. Warte. Ist einer von euch noch drin? Kevin? Ja. Ach, Kevin, raus? Ich bin raus, ja, aber raus ist noch drin, glaube ich. Susa! Nee. Mann, ich bin aus dem Auto gesprungen. Rose ist auch raus, so wie ich. Ich bin auch aus dem Auto aus Versehen gesprungen. Mann. Ey, nicht dich nicht sissen. Ey, du darfst dich sissen. Aufpassen. Wie sollen wir jetzt rüber? Sollen wir rennen? Ja. Meinst du so? Hallo. Okay, da muss man das trotzdem ist nachbedenken. Ist doch nur Spaß, Digga. Ich will nichts machen. Ja, alles gut, Digga, aber mach. Doch Spaß, Alter. Ja, trotzdem. Euro. Ich küsse doch dein Herz, bitte. Das ist doch nichts. Dollar, sieht vor oder was? Ja, okay. Bruder, du bist raus. Wie willst du fahren, Bruder? Was willst du tun? Geh raus. Scheiße, Mann. Ohne Benzin. Das ist einfach kacke. Hallo, Pitstop. Ja, das ist ja auch so gemacht. Digga, ich hasse das, wenn ich was zwischen den Zähnen hab, ne? Hast du noch nie so ein Derby mitgemacht, oder was? Doch schon, aber jeder Wagen hat einen verschiedenen Tank am Anfang. Nein. Der eine hat 77, der eine hat 100 und so weiter. Alle Tanks sind gleich gewesen. Alle sind gleich, alle sind gleich. Alle Autos wurden gleich besorgt. Ja, okay. Jetzt will ich keinen Rumo jemand mehr hören, ich will mir die Show angucken. 100% plus 1, du bist der Beste. Ja. Ein Löwe. Boah. Hey, guckt er in die falsche Richtung? Oh Mann. Das ist keine Zahnseite. Halt, das ist so auf einer Seite so ein Dings-Ding. Und also dieses Ding. Das Ding ist OP. Trust me. An alle Leute, hey, Luna, dieses Ding ist OP. Trust me. Aber korrekt von dir, ja? Ey. Was ist deine Scheiße hier, ne? Ehrlich. Achso. Boah. Junge, ich schwör scheiß rein. Lang bist du bei dir, bist doch rein. Was geht da, Baby? Oh mein Gott, ey, komm, Jungs, wer mitkommen will, steigt ein. Jo, warte. Tragt euch. Warte, Jungs, ihr seid doch MOB, ne? Ja. Warte, Mann, okay. Ja, wartet kurz. Ich fahr hinterher, ja? Er fährt uns hinterher. Okay, jetzt, was soll ich jetzt machen? Boah. Ah, wir müssen. Da ruf mal Dings an. Ich hab voll Bock auf das Gespräch mit Rough Riders. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ein Stück von meinem Zahn abgebrochen wurde. Boah, du bist der beste Fahrer, Rensohn, Mann. Warte mal, du bist so schlecht. Junge, ich hab Kopfschmerzen gehabt. Morgen Kopfschmerzen, morgen. Ah. Zum Glück hatten wir Winter rein. Ja, Winterreifen, bring doch was in der Luft, du Hundesohn! Was geht hier ab, Junge? Was machen die denn hier? Was ist die Kerl? Schau mal. Meinst du, ich kann dich jetzt hier nicht one-tappen? Ich hab den eingebaut, schaut mal. Ich hab den eingebaut. Was sind das für scheiß Autos? Ich hab den hier eingebaut. Boah, lass mal diese Ruff zu den Riders reden, Junge. Die nerven mich schon den ganzen Tag. Als wenn er hier nicht rauskommt. Aua. Ja, lass mal irgendwas machen, lass mal einen Raub machen. Wie viele Leute sind wir denn? Genug. Was sieht aus mit Gewinn? Wir wollten doch Dingens, 22 Uhr mit Dingens, mit dem Platz. Erst Rough Riders machen das. Erst Rough Riders, das Wichtige. Ja. Kevin wollte die warten lassen. Ja, Kevin wollte die warten lassen. Boah. Aber warum, Bruder? Wenn die uns beleidigen, warum sollen wir die warten lassen? Dann gehen wir radikal zu denen. Und drücken den Ansage. Eigentlich, oder?
Weil die letztes Mal so gesagt haben, 16. Die entschuldigen sich, kommen vorbei und sind gar nicht vorbeigekommen. Aber wir sagen ja nicht und mal, dass wir uns entschuldigen. Was willst du da machen? Willst du hingehen, direkt sagen, Hände knallt und den Nein. Geben, oder was? Nein, wir darüber reden. Nein, Hände hoch oder es knallt. Okay, machen wir Hände hoch, das knallt. Nein, aber keine Ahnung, sagen, was für ein Verhalten von denen ist. Alter, Jamal, wenn unbedingt ballern, halt mir das mal fest. Halt mal deine Fresse, Digga. Wenn ich ballern will, dann kann ich jetzt in den Kopf. Warum zielst du auf mich in den Hund? Ey, ihr seid die größten Hunde, Digga. Würde ich Gambo geil sein, dann würde ich doch auf Hände knallt sein, Alter. Boah, mein Zahn tut voll weh, Alter. Knallt unterwegs. Heute war ich den ganzen Tag hier, du Hurensohn. Guck mal, was bleib ich mich als Hurensohn, hä? Du Hundeball. Achso, du bist cool. Jetzt habt ihr ihn ja rausgeschossen. Deine Mutter geht anschauen. Ich höre, warum ist er weiß? Warum hat er den Gabel? Ja, schwarz, pink. Gibt's irgendwelche Videos zu reacten, Chat? Ah, besser. Was ist das eigentlich für ein Format von Reef? Kannst du noch einmal, sorry, kannst du noch einmal machen? Die R2G2 Koalition. Bestandteile. Bestandteile. Ey. Woher kommt überhaupt die Musik? Ich hab jetzt gesagt, es geht aus der Musik und es ist irgendwann so diese komischen Begriffe, die es in der Musik gibt. Mit irgendwie. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich muss dies. Ah, achso, Sydney ist raus, oder was? Weiß ich nicht. Sag etwas, irgendwas. Achso, Ist ein Medikament. Ja. Kopfschmerzmedikament, ja. Dann, nächste Frage. Welche ist die größte Wüste der Welt? Sahara? Ich höre da bin ich sehr sicher, richtig. Nee, das ist auf jeden Fall falsch. Da bin ich mir sehr sicher, dass ich richtig bin. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sitzen noch da? Null. Ich glaube, da ist lag das richtig. 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine ab. Die Frage war, wie viele sitzen da noch? Das ist eine Trickfrage. Wie viele sitzen noch da? Okay, ich weiß jetzt nicht genau. Es könnte jetzt so eine wilde Fangfrage sein, dass der Jäger einfach irgendeine abschießt und dann sitzen da immer noch 10. Aber das fände ich richtig wacko. Digga, das ist ja 100%ig eine Fangfrage. Also das kann ja nicht 9 sein. Das ist ja viel zu obvious. Boah, langsam lässt mein Schweiß ein bisschen nach, Chat. Weil wenn ich jetzt verliere, ist das auch okay für mich. Aber dann habe ich mich nicht komplett blamiert. Da hatte ich so Angst vor. Ich hatte so Angst, dass es ist auf Zeit, nee, du meinst, ich habe alle Zeit der Welt. Digga! Also ich werde mir jetzt nicht unfassbar... Der Dümmste fliegt. Wir haben die abgeschnitten, Chat? Bei mir hat es gerade ultra geleckt. Oh. Ist meine Cam laggy? Die hat von... Jetzt hat sie wieder angefangen. Ja, ich mach neu, warte. Boah, ich würde das gerne mitmachen und gucken, wie viele ich richtig hätte und was nicht. Chat, wie funktioniert das Format? Sind das Allgemeinwissen-Fragen? Auf einer Stange. Auf einer Stange sitzen 10.000. Lass uns mal so ein Video auf YouTube gucken. Warte, ich will mal das zu Ende gucken und dann so ein YouTube auf Video und dann mitmachen. Okay. Ja, Nicole, keine Ahnung, ob das real ist. Ich will mir das mal angucken, kurz. Ich schieß mal kurz 5M. Ich will nur wissen, ob ich gut abschneide. Chat, ich bin nicht dumm. Also, ich bin... Weil, Dümmste. Ich bin nicht dumm, aber ich habe sehr, sehr wenig Allgemeinbildung, weil ich mich wenig damit befasse. Aber so, was räumliches Denken angeht, Mathematik und sowas, kann ich halt alles. Ja, wahrscheinlich hat da Toni gewonnen, aber... Ich würde gerne mal hier sowas zum Beispiel. Hast du denn meine Instagram-Story gepostet mit Novia? Dann wären wir alle auf 1. Dann wäre es richtig so, alle nackt mit einem Messer. Egal, was wir jetzt nehmen, Digga, das ist wirklich eine richtig knappe Runde gewesen. Ja, ich kassiere es jetzt eh, ist klar. Wir haben nämlich was wir so noch nie hatten, weil der Dümmste fliegt. Ich bin und Revi mit jeweils einem Herz. Okay, aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Und wir starten mit der Runde jetzt. Dave, was für ein Tier ist Mrs. Ah, das ist jetzt das Finale. Ah, okay.
Ah, es gibt mehrere Parts. Ah. Und das ist jetzt Part 1. Okay. Schon zwei. Isa, zu welchem Part? Warum? Warte mal, ich will das gerne mal wissen, wie das überhaupt aufgebaut ist. Alpen. Das ist so gut, okay. Wirklich. Das ist das zweite. Ey, Mann. Wo ist denn das erste? Eli, wie werden die Tiere Gottesanbeterinnen noch genannt? Oh, Bruder. Oh, Gottesanbeterin? Pausen? Gottesanbeterin? Wie hieß das nochmal? Ey, ich würde bei solchen Fragen komplett verkacken. Boah, Heuschrecken? Mantis. Boah, unter zwei? Achso, das hier. Ah, hier. Also wir müssen uns jetzt hier öffnen. Okay. Der Dümmste fliegt und funktioniert so. Ihr seid alles die Kandidaten. Ihr habt alle drei Herzen. Okay. Und ihr bekommt alle nacheinander Fragen von mir gestellt. Die sind manchmal leichter, manchmal schwieriger. Manchmal sind es Allgemeinwissensfragen, manchmal sind es super schwierige Fragen. Eine Runde geht immer 3 Minuten. Okay. Und am Ende von den 3 Minuten müsst ihr alle entscheiden, entweder in der Diskussionsrunde oder ihr entscheidet für euch selber, wer eurer Meinung nach die dümmste Antwort gegeben hat. Wenn einer richtig reingeschissen hat mit einer Antwort, dann gebt ihr der Person eure Stimme. Und dann tue ich quasi aufdecken, wer wen gewotet hat und der da am meisten Votes bekommen hat, der verliert am Ende ein Herz. Ja, Monte hatte eigentlich auch zugesagt und dann hat er doch nochmal abgesagt gehabt. Verstehe ich. Dann doch, ja, man kann sich blamieren, weißt du, es kann passieren. Es kann halt passieren. 3 Minuten gehen direkt los ab jetzt. Amar, welches Gemüse ist unter Erdapfel bekannt? Kartoffel. Richtig. Dave, warum ist die Flagge von Zypern leicht zu erkennen? Komm, lass es. Weil sie zu Europa gehört. Und das sieht man daran, weil die Form von Zypern drauf ist. Oh. Eli, von wem ist der Song God is a Woman? Rihanna. Ariana. Grindy. Nee, nicht mal so schlecht. Isa, wie ist der freche Kobold vom Meister Eder? Oh. Also wer nur die dümmste Antwort gibt? Oh bitte. Oh nein. Oh, nein. Schande. Oh, ey Isa, du wunderst dich. Oh, das ist eine Schande, wenn man das nicht weiß. Was ist das? Komm, lass es. Es wäre Pumuckl gewesen. Knossi, wenn man kurzsichtig ist, sieht man nahe Dinge gut. Richtig oder falsch? Falsch! Doch, ist richtig, wenn du kurzsichtig bist. Kevin, wie ist das bekannte gelbe, mausartige Pokémon? Pikachu. Oh, Digga. Kinderball. Hä? Wahrscheinlich! Revi, buchstabiere das Wort Jackett. J-A-C-K-E-T. Noch ein T hätte gefehlt, dann wäre es richtig gewesen. Ja, okay. Nova, Jackett. Die Hauptstadt von China ist? Von China. Hongkong. Ist Shanghai? Peking. Hä? Ey, was ist Hongkong? Ist Hongkong nicht China? Sag mir nicht, Hongkong ist gar nicht China. Sag mir nicht, Hongkong ist gar nicht China. Amar, wen suchen Nemo und sein Vater im Nachfolger von Findet Nemo? Oh. Dora. Nee, Dory. Stimmt. Ja. Das war Briten. Explorer. Wie viele Filme von Toy Story gibt es? Boah, wow, 4? 4. Yes! Sowas weiß ich! Eli, an was glaubt Yugi in Yu-Gi-Oh? An das Herz der Karten! So wichtig! Isa, in welchem US-Bundesstaat liegt der Grand Canyon? Nevada. Arizona. Oh. Und Knossi, in welchem US-Bundesstaat steht die Golden Gate Bridge? Golden Gate Bridge, Brooklyn. Also New York. Die Golden Gate Bridge, die. Golden Gate Bridge? Nee, warte mal. Die Golden Gate, die ist in. San Francisco, fuck. Das wusste ich halt nur. Ich dachte am Anfang, Dings, diese Brooklyn Bridge. Aber es gibt ja noch, also diese Golden State, daran habe ich gedacht. Deswegen. Die steht Warriors, ja. In San Francisco, Kalifornien.
Richtig. Oh, stark. Kevin, La Liga ist die italienische Fußballliga. Richtig oder falsch? Ja, das ist easy. Falsch. Ist richtig. Nee, ist falsch, ist die spanische. Keine Ahnung, Liga. Und Remi, was ist Meister Eder vom Pumuckl von Beruf? Meiner. Richtig. Was? Ich hab nie Star Wars geguckt. Und Nova, wie viele Lungenflügel besitzt in der Regel ein Mensch? Zwei. Richtig, und die Zeit ist Nossi um. Hat nur noch einen. Was hab ich? Einen Lungenflügel wegen Rauchen noch. Okay, wir wählen jetzt auf der Rosine. Ich hoffe wirklich. Wir sind auch wie so eine Rosine einfach schon so. Und die voten jetzt, wer die dümmste Antwort gegeben hat? Wer der dümmste von uns? Ja. Ja. Ja, darum geht's in dem Format. Sau assi. Also es waren schon einige. Was war die dümmste Antwort? Ich will mich einfach nur ganz kurz für meine Leistung entschuldigen. Das ist wirklich nicht meine Art. Also wirklich. Ich habe es wirklich nicht extra gemacht. La Liga ist schon sehr dumm gewesen, Kevin. Aber sowas muss man nicht wissen, als nicht Fußballfan. Mhm. Drückt, wenn ihr meint. Ey, Isa, Pumuckl ist schon hart auch. Ja, aber Isa, bist du in Deutschland aufgewachsen? Komplett? Ja, Jugend? Ja, dann. Habe ich eingeloggt? Ja. Aber ja. Pumuckl kennt nicht jeder. Pumuckl halt ist sehr oldschool. Pumuckl ist sehr oldschool. Du bist 46, also du bist damit aufgewachsen. Ja, hast du recht. Dann entscheide ich mich um, dann ist es Dave. weil jeder wissen muss, wie viele Toy Story Filme es gibt. Amar hat Dave gewotet. Dave hat Amar gewotet. Was? Eli hat Nova gewotet. Isa hat Nossi. Kevin, Isa, Revi hat Isa. Papaplatte, also Kevin, gewotet. Nova hat Isa gewotet und Knossi hat Dave gewotet. Damit haben wir zwei Leute mit zwei Votes, und zwar Isa und Dave. Heißt, alle, die nicht Dave oder Isa gestimmt haben und alle, die nicht Dave und Isa sind, dürfen jetzt nochmal neu voten. Ach krass, Alter. Das war Zypern und es war, Pumuckl. Toy Story. Pumuckl? Oh, das ist bald. Ja. Toy Story muss man nicht wissen. Ja, aber Pumuckl erst recht. Nein, ich finde, man müsste eher Toy Story wissen als Pumuckl. Ich habe Toy Story geguckt. Ja, aber ich finde eher Pumuckl statt Toy Story. Natürlich, Kevin. Nein. Ja, okay, dann haben sich die Leute dann aber auf Dave umgeändert und Dave verliert das erste Herz. Oh. Dave, es tut mir leid. Ja, aber mit Recht. Es war wirklich extrem miserabel. Aber hier ist auch eine kleine Aggressivität von Dave gegenüber mir. Das kam irgendwie so ein bisschen blöd. Ja, okay, nächste Frage. Drei Minuten ab jetzt. Amar, was ist die größte Schneckenart in Deutschland? Digga, also jetzt Real Talk. Was soll man da, also wer weiß sowas? Die größte Schneckenart in Deutschland. Weinberg, Heuberg. Also jetzt Real Talk, kann man nicht wissen. Die Großschnecke. Die Weinbergschnecke. Na gut. Dave, was hat The Rock vor seinem Hollywood-Durchbruch gemacht? Nicht WWE? Wrestling? Aber das war auch... Bilder. Was? Der war Wrestler. Das weiß man! Wir schmeißen den raus! Ja, Dave, also, das war's. Tag 1 raus. Eli, wie wird der elektrische Widerstand angegeben? Elektrische Widerstand in Volt. Also in welcher Einheit? Watt. In Ohm. Ohm, fuck! Spannung war Volt, Digga. Ja, was? Isa. Watt ist doch irgendwie sowas. Was ist das flächenmäßig kleinste Bundesland? Bremen? Ich schwöre auf meine Mutter, ich wollte Bremen sagen. Das weiß man doch. Ja. Isa, moin. Keine Isa hört gerade nicht. Isa, du hast gerade schlechte Verbindung. Moin, Erdan, Isa. Was ist das flächenmäßig kleinste Bundesland?